Servus meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich habe jetzt gerade was in der Hand und zwar ist es eine Standby Pinch Rodon Kennleuchte. Der Daniel hat eine Komete oben drauf, weil wir jetzt hier in der Kiesgrube ein paar Bilder machen. Ich würde sagen, es geht los. So, die Kennleuchte ist eine neue Magnetkennleuchte, in der Tat. Die ist bis 320 km/h zugelassen. Normalerweise ist jetzt hier noch ein Aufkleber drauf, für Leute mit Herzschrittmacher, bloß nicht zu nahe halten. Kostet nicht viel, ist Standby-Produkt, ist Pinch Barmarkt, kommt aus Dienstlaken und das Ding ist, glaube ich, noch nicht ganz auf dem Markt und wir werden jetzt ein paar Produktfotos für die machen. Ist jetzt hier mit einem Lemo-Stecker, deswegen muss ich mir jetzt hier einen zusammenbasteln, aber ja, ich hoffe, das sieht gut aus auf dem Dach, ne? Wenn ich das jetzt hier mal so draufstelle, das Ding. Oi. Oh, die hält, hast du das gehört? Ja. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwo hier Strom herholen. Das muss ja schön aussehen, das Ding, ne? Ein Foto, müssen die Reling auch ein bisschen machen. Leute, das hat gerade nur übrigens geregnet hier. Dummerweise. Aber ich finde, dafür, dass das ein X1 ist, sieht ja schon brachial aus und die Lampe macht halt was her, aber die ist schief, ne? Wir gucken mal. Ich habe mir jetzt endlich mal einen Rucksack zugelegt. Ich muss jetzt gerade die schweineteure Speicherkarte mal beim Mediamarkt kaufen, weil die Kamera sonst ja rumzickt, ne? Weil die braucht halt extrem schnelle Speicherkarten. Optikmäßig erstmal ein Weitwinkel. Macht natürlich auch Sinn. Ne? Ja, ein Polfilter eventuell. Da müssen wir mal gucken, ob der das sich mit vertritt. Ich habe jetzt hier, pass auf, da muss ich mal zeigen. Ne? Ach, das ist das geile Ding? So, ihr seht jetzt, ne, der ist fast klar. Und jetzt kann ich da dran drehen und der wird schwarz. Och, dein Gesicht sieht man nicht mehr. Heftig, ne? Ja. Aufzeichnung brauchen wir auf jeden Fall auch diesmal RAW-Bilder. Aber frag mich mal, wie das geht. RAW plus L. Aber das müsste ja nicht RAW plus LPG, JPG stehen. Perfekt, wir machen jetzt die Bilder, meine Freunde. Du fährst den Wagen, ich nehme jetzt die Kamera entgegen. Mach mal Lampe an, ich will einmal noch mal ein Testfoto von vorne machen, ob das auch so funktioniert. Ich mach mal in Live-View. Dass wir vielleicht so eine Perspektive hinkriegen. Das Problem wird sein, dass vielleicht die Sonne jetzt genau von hinten kommt. Das heißt, wir müssen erst einmal hochfahren und dann drehen und die Bilder machen. Wir machen jetzt aber trotzdem schon mal Testbilder, dass ich schon mal gucken kann, ob das so funktioniert. Und dann... du müsstest hier gleich hochfahren, versuch aber nicht so wenig Pfützen wie möglich, sonst sieht das Auto gleich aus. Wenn du aus hinten raus fotografierst. Stimmt, wir müssen vorfahren. Wollte ich gerade sagen. Genau, wir fahren vor. Das wird natürlich wackelig des Lebens, ne? Jetzt muss ich nur mal gucken, was ich mit der Legria mache. Die würde ich jetzt einfach mal so hier so verbarrikadieren. Ja, ich würde sagen, wir versuchen das mal. Ich muss nur gerade mal gucken, dass wir irgendwie die Verschlusszeit hier verändern. Du musst auf jeden Fall näher kommen. Warte, wir richten ihn mal ein. Ja, genau so. Ein Stückchen noch näher. Ja. Können wir schneller fahren oder ist das so ein Drama hier? Ja, komm vor. Ja. Der Himmel ist zu hell, warte mal. Was? Haben wir noch lang, ja, ne? Ja, ich muss mal eben die Motor hier. Nee, das ist, wir müssen den Weg nochmal zurückfahren. War alles gut? Boah, relativ, ey. Das ist, die ganze Kamera ist so. Also, das könnte besser sein. Ich denke mal, das Auto ist total staubig, ne? Ja, es geht. Also, die Bilder wären eigentlich ganz gut. Das ist nur so arschdingensmäßig, ne? Ich würde sagen, wir fahren einfach zurück und dann wären wir ja hier eh fertig und dann würden wir nochmal nach Oberhausen fahren, wenn das geht, oder? Das ist kompliziert, tut Schweine weh, weil er alles total wackelig ist. Aber es könnte was werden. Ja, halt mal an hier. Oh, Leute. Könnt ihr mich sehen? Ja, wir haben einige Bilder im Sack, allerdings ist es ein bisschen ja, extrem hell. Der Himmel ist sehr hell. Ne? Ja, irgendwie ist das Auto auch total voll mit Staub. Ey, ich würde sagen, wir fahren wirklich noch mal nach Oberhausen auf diese Display bei mir. Boah, Alter, das ist tief, ey. In Auge. Das kann man über Ebenen schneiden, dass die Kennleuchte an. Ja, das sind, also ich habe jetzt bestimmt 300 Bilder gemacht. Ne? Ich würde sagen, wir fahren weiter. Wir fahren jetzt nochmal nach Oberhausen. Da gibt es eine super lange Straße. Da fahren viele Motorradfahrer immer. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Ruhe. Da ist der Boden ein bisschen ruhiger. Vielleicht machen wir da nochmal ein schönes Bild. Aber soll ich fahren oder willst du fahren? Ach, ich fahre schon. Also wir haben jetzt gerade gemerkt, Leute, dass wir da nochmal, hier vorne sind Bäume. Ne? Da kann sein, dass der Himmel zu hell ist, weil ich jetzt keinen Polfilter habe. Ich kann den Himmel nicht dunkler kriegen.
Wir würden das jetzt einfach da nochmal versuchen und dann fahren wir nach Oberhausen. Wir fahren dann aber vorher nochmal eine Waschstraße dann, ne? Kommst du nochmal da durch? Ja, ich sag mal so, wie der jetzt rauskommt, wenn der jetzt abbiegen würde, ja, dann könnten wir da anfangen, wo die Bäume oben über die Straße wachsen, weißt du? Weil ja, das sieht, gesagt, der Himmel ist zu hell. Das sieht ein bisschen blöd aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass das da schon richtig geil ist. Wenn wir da 10 km/h, 20 km/h eben rollen. Komm, ich nehme die so lange noch mit. Ich fahre die ruhig noch. Ich fahr die Kiste ruhig noch. Was ist deine Meinung zu dem Wagen? Von außen schön, aber von innen. Von innen ist der total eng. Ne? Ich verstehe nicht, wieso die das alles hier vorgebaut haben, aber ist auch egal. Ich überlege gerade, ob ich die nicht vielleicht mal hier drin lassen soll. Vielleicht kann ich die mal hier hinstellen, weil dann haben wir mal eine andere Perspektive. Ich versuche mein Glück mal. Oh. Kann ich anmachen? Mal gucken hier zusammen. Geil. Boah. Oder? Das ist ein geiles Bild, ja, ey. Okay, meine Freunde, das hat schon mal funktioniert. Ich bin glücklich. Pack die Schusslampe rein, wir fahren jetzt erstmal weiter. Die Klammer noch. Die ist kaputt, die Waschgabe. Ja, aber Rotdruck rein, ja, funktioniert doch. Jetzt haben wir die Schuhe sauber machen können. Ey, Mann, guck mal, die fallen schon in 1000 Teile. So, jetzt ist Daniel dran mit Waschen. Meine Freunde, wir machen jetzt die Hand vor die Kamera und dann gleich sind wir in Oberhausen an der Teststrecke. Da, also keine Driften, nicht bloß mit Kütschenreifen fahren. Wir haben ja gerade eben Polizei da gehabt. Das ist ja gut, dass die hier so, so wie die Straße hier aussieht, würde ich sagen, machen das öfter. Ja, das machen eher viele. Das sieht eher nach Motorrad aus. Ja, richtig, das ist unsere Motorrad. Okay, okay, wir dürfen. Wir machen. Ja, also. Ja, aber nicht zu laut. Ich steig bei dir ein, du hast, wir bauen die Kennleuchte da wieder drauf. Und ich bin der Gefickte. Du bist auf jeden Fall der Gebumste, weil du jetzt auf dem öffentlichen Straßenverkehr mit einem Blaulicht unterwegs sein wirst. Ich glaube, wir müssen da, ab da hinten müssen wir andersrum fahren, da du quasi auf der rechten Seite fährst und wir links, weil dann haben wir das Auto nicht im Hintergrund drauf, weißt du? Dann würdest du quasi mit dem Auto hier das andere Auto verdecken. Also das wird, oh, das wird sportlich, das sage ich dir jetzt schon, dass das sportlich wird. Ich guck gerade mal wieder, wo die Kamera hier landen kann. Ja, der Himmel sieht gut aus, das Auto ist gut. Ich habe immer Angst, dass die Tür zugeht. Die hat mir gerade fast die Beine gebrochen hier. Hier rüber, hier ein Stück rüber. Näher. Jetzt natürlich die Warte, ja. Ecke vergessen. Wir haben Schatten von dem Caddy hier drauf. Halt mal an. Erst die Tür aufmachen und dann die andere zu. Ich mach das bei uns an den vier Raums immer so. Bam. Fahr schnell weg, die Zuschauer. Komm hier. Ja, bitte. Bitte gib alles. Ja, jetzt gib alles. Mach schnell. So, Schweinchen sollen die einmal. Lass ihn rennen. Wir haben jetzt keine Zeit dafür. Wir müssen jetzt das gleiche Spiel nochmal neu machen. Leute, das ist kompliziert, ne? Näher. Ja, wenn man im Hintergrund ein bisschen abdunkelt, geht das. Was? Meine? Ja. Ah, gib mal her. Ja. So, wir haben die Location gewechselt. Ne? Ich bin immer so ein bisschen nervös. Ich schäme mich immer so, wenn Zuschauer daneben sind. Also wir sind jetzt am Stadthafen angekommen hier. Dominik ist mit am Start noch. Und ja, der Daniel bringt eben seine Freundin nach Hause, die ganze Zeit dabei war. Die habt ihr gar nicht gesehen in dem Video. Aber wir gehen jetzt hier. Ich habe mir jetzt gerade angeguckt. Ich finde das gut. Also hier können wir gleich einmal hinstellen, dass wir den Kran im Hintergrund haben. Würde ich ganz cool finden als Bild. Und dann hätten wir hier, ja, aber so ein bisschen Sonnenlicht noch mit drin, so ein bisschen trashig mit dem Müll, dass ich mich noch vor den Baum stelle. Dann stelle ich den einmal ein bisschen schräg, mache mal ein geiles Foto davon. Ah. Ja, das ist schön. Der Strich ist so geil, der an der Wand projiziert wird. Sieht geil aus. Ich habe ja noch eine 35 mm Festbrennweite dabei. Die reißt immer einiges, ne? Eins, wo kein an ist. Einziges. Brauchen wir nur noch so ein Bild. Oh, ich krieg gar nicht von ab, wie die einer so hoch hält. Kriegst du das hin? Du bist aber so quasi, wie, als würdest du aus dem Auto immer die andere. Warte. Ich stell die, nimm die jetzt mal entgegen hier. Jetzt machen wir noch mal ein Bild von vorne.
Wie ich die draufsetze? Ja, stell dir ruhig hin. Probieren wir mal eben so. Leute, wir kriegen das nicht hin. Die Lampen unten, die flackern. Die haben eine andere Blitzfrequenz. Das heißt, ich kann. Ah, da ist es raus. Ah. Das heißt GIF mit Frontblitzern. Ja, ne, ehrlich, jetzt guck mal. Wenn die Zuschauer das sehen, ich glaube ja. Scheiße, Mann. Ich glaube ganz ehrlich, wir haben nur 68 Bilder, meine Freunde. Wir haben jetzt über 1000 Bilder gemacht. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt von hier, oder? Wir würden vielleicht gleich nochmal nach ThyssenKrupp fahren, aber müssen wir die Kamera laden und die müssen wir einmal laden, beziehungsweise die Fotos rüberziehen. Und dann einmal stärken. Und einmal stärken. Ich habe nämlich tierisch Hunger. Ich würde sagen, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nein, Quatsch. Nee, gar nicht wahr. Wieder. Ich mach jetzt wieder die Hand vor die Kamera. Du hältst schon die Hand. Wir sehen uns gleich oder nachher. Das dauert jetzt noch, bis die Sonne komplett untergegangen ist. Dann fahren wir nach ThyssenKrupp und machen da nochmal ein paar coole Bilder. Die Kennleuchte, wie gesagt, ist super günstig. Kostet, glaube ich, 200 Euro und ist ein Konkurrenzprodukt um die 200 Euro. Also kann auch plus minus 50 Euro sein. Eher plus. Aber ist halt absolutes Konkurrenzprodukt für die Firma Hensch zum Beispiel, die für 600 Euro eine mobile Kennleuchte anbieten. Und wenn ihr überlegt, das ist die einzige, die bis 320 km/h zugelassen ist vom TÜV. Ne? Also das ist kein kleines Spaßprodukt. So, ja, ich höre jetzt auf zu reden. Hand vor die Kamera, bis gleich. Hi, Leute. Ja, ich bin jetzt bei ThyssenKrupp angekommen. Allerdings kann ich euch das mal zeigen. Ich hätte geplant, das Auto hier vorne hinzustellen, da noch mal ein paar Fotos zu machen mit dem Blaulicht oben drauf. Allerdings das Thyssen-Logo im Hintergrund und daneben komme ich auch nicht rein, weil die Pöller im Weg sind. Ich glaube, das hätte ich vorher mit einer Genehmigung einholen sollen, dass ich da drauf komme. Deswegen, ja, weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, das hat sich erübrigt. Ich habe da hinten noch eine Seitenstraße gesehen, die ist ganz cool. Ich glaube, ich fahre da mal schnell hin. So, ihr seht jetzt hier vielleicht an der Seite, dass hier auch noch mal diese geilen kosmischen Gebäude stehen. Ich habe überlegt, dass ich hier vielleicht einfach nochmal so eine Langzeitbelichtung mache, dass ich so den Straßenhintergrund habe. Und dann könnte ich gucken, ob ich das vielleicht mit meinen Photoshop-Skills eingebaut bekomme. Jetzt warte ich allerdings mal auf den Thomas, der nochmal vorbeikommen wollte. Wir brauchen jetzt wieder ein zweites Auto. Die anderen sind ja schon schlafen gegangen. Ist auch schon 1 Uhr in der Früh. Und ja, dann würde ich sagen, war's das. Wann wird der Thomas hier eintreffen? Ich muss ihn jetzt nochmal schreiben und dann geht's gleich los. So, also Thomas ist da, hier oben steht meine Kamera, seht ihr gerade, da ist das Blaulicht und drüben sind noch Leute im Auto und wir werden jetzt hier noch ein paar Fahraufnahmen bei Thyssen machen. Ich werde euch jetzt einfach irgendwo hier dran klemmen, weil ich setze mich jetzt beim Thomas im Auto und dann gucken wir, ob wir da irgendwie noch ein bisschen was hinkriegen, langzeitmäßig. Ist ultra schwierig, jetzt die passende ISO zu treffen und auch die passende Helligkeit, weil die Kennleuchte natürlich auch schweinehell ist. Und ja, entweder es klappt oder es klappt nicht. Und ihr könnt euch das jetzt anschauen und danach ist der Vlog aber wirklich beendet. Ja. So, meine Freunde, wir haben die Bilder im Sack. Ich weiß jetzt nicht, ob wir alle wirklich Bilder hier im Sack haben. Es ist wirklich eine super kompakte Lampe, bis 320 km/h zugelassen. Und ich würde sagen, ich packe die Sachen jetzt ein. Ich packe jetzt da meine Sachen ein. Und dann werdet ihr die Bilder bei dem Blaulichtumriss auf der Seite sehen. Oder halt, ja, vielleicht habe ich hier so ein paar Bilder mit eingeblendet. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Aber ja, der Tag war ein bisschen stressig. Wir mussten jetzt warten, bis es dunkel wird. Dann haben wir ein paar Bilder in Helligkeit gemacht. Und ja. Na, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt was Nettes in die Kommentare und hinterlasst ein Like, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir gucken mal, was in Zukunft so kommt. Es werden noch ein paar geile Sachen kommen. So, in diesem Sinne, gute Nacht. Ich gehe schlafen, ich bin müde.